gehen davon aus, du hast ein bisschen verkackt und der andere kommt in die Mount. Und ich zeige dir jetzt, wie du dort dich richtig verhältst, um wenig Schaden zu nehmen und dann auch rauszukommen. Die Mount unten, das ist eine schlechte Position, es ist sehr schwierig rauszukommen und es ist zu erwarten, dass ihr auch Schaden nehmt dabei, aber gebt trotzdem nicht auf und versucht rauszukommen. Also ich bin hier, ich kann geschlagen werden und ja, alles nicht so toll. Deswegen, in erster Linie, will ich präventiv arbeiten. Das heißt, ich will den Bender gar nicht erst hinlassen. Ich habe dazu ein anderes Video gemacht, und zwar, wie er vom Rücken aus kämpft. Und da geht es darum, dass ich meine Guard behalten will, meine Füße zwischen uns. Jetzt ist es sehr schwierig für den Ben überhaupt in diese Position zu kommen, beziehungsweise Schläge anzusetzen. Jetzt kann es aber natürlich trotzdem passieren, dass ich in der Mount lande. Von hier gibt es zwei häufige Fehler, die Anfänger in der Regel machen. Der erste ist, dass sie die Schläge verteidigen wollen, indem sie die Arme nach oben drücken, gegen die Brust, um sich zu befreien. Wenn ich das mache, dann kann der Ben mich relativ leicht armbahnen und ich schenke ihm im Prinzip den Kampf. Ein zweiter, wahrscheinlich noch häufigerer Fehler ist, ich kriege Schläge und ich entscheide mich dafür, mich wegzudrehen auf den Bauch und gebe meinem Partner den Rear Naked Choke. Deswegen sollten wir in erster Linie schauen, dass wir uns richtig verhalten hier. Und zwar will ich meine Ellbogen eng an den Körper bringen, mit meinen Händen mein Gesicht schützen mit der Doppeldeckung. Und ihr seht, ich will meinen Oberkörper vom Boden wegnehmen. Von hier kann ich mich bewegen, plus mein Kopf hat keinen doppelten Einschlag. Wenn ich hier getroffen werde, dann geht mein Kopf auf den Boden und wieder hoch. Also ich werde einmal getroffen und dann vom Boden nochmal getroffen, wenn ich sehr locker bin. Wenn ich hier bin, ist mein Kopf angespannt. Ich kann zusätzlich die Schläge noch meiden und ich kann sehr aktiv die Deckung nutzen. So, kommen wir zum Escape selbst. Sobald sich der Ben aufrichtet, um Schläge aufzusetzen, geht seine Hüfte hoch. Und das will ich nutzen, indem ich meinen Oberschenkel nutze, um ihn nach vorne zu bringen und er muss sich abstützen. Von hier will ich jetzt die Stützen auf einer Seite löschen. Und zwar gehe ich mit einer Hand in die Mitte und einer Hand von außen. Ich greife meine Hände zusammen und ziehe meine Griffe so auf meine Brust. Jetzt habe ich hier den Arm, jetzt will ich noch die zweite Stütze killen und das ist sein Fuß. Ich gehe mit meinem Fuß über sein Schienbein. Jetzt in die Richtung hat der Ben keine einzige Stütze mehr. Und jetzt gehe ich erst so weit wie es geht, explosiv gerade nach oben mit meiner Hüfte. Und dann kippe ich erst zur Seite ab. Ich komme oben raus in der Close Guard, bringe meine Hände auf den Bizeps und kann erstmal durchatmen. Ich bringe meinen Partner nach vorne, ich hole mir die Stützen. Und von hier gehen wir jetzt nochmal auf ein sehr wichtiges Detail ein. Ein Anfängerfehler ist, dass die Leute sofort drehen wollen. Also sie versuchen direkt den anderen hier runterzuschmeißen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil der Schwerpunkt immer noch tief ist vom Band. Deswegen will ich als allererstes die Hüfte so hoch wie es geht explodieren. Jetzt ist der Schwerpunkt sehr weit oben und jetzt kann ich ohne viel Kraftaufwand weiter mit der Hüfte nach vorne schieben, bis der Band fällt und ich oben rauskommen kann. Ich hoffe, das Video wird euch helfen, besser aus der Mount rauszukommen. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare und wir antworten euch.